guten Morgen zu unserem neuen Video. Wir sind schon in Kroatien angekommen. Hinter unseren Autos seht ihr schon das Meer. Und jetzt geht's dann gleich mal nach dem Frühstück in den Bikepark von Rabak. Und da werden wir ein bisschen was zusammenschneiden aus unserem Gewusel. Der Nico schaut übrigens gerade brav unser Video vom Gardasee an. Und aus dem Gewusel von Martin und Vicky. Also kriegt ihr wieder die volle Dröhnung. Die werden E-Bike fahren, wir fahren Bio. Genau, Bikepark Rabak. E-Bike natürlich super, weil es gibt keinen Transfer. Bio genauso möglich, weil die Transferstrecken relativ flach sind. Also super Sache. Und was auch cool ist im Bikepark Rabak, man kommt unten an, das wirst du sehen im Video. Man hat eine fette Hotelanlage, man kann da essen, trinken und da ist eine richtig nette Anlage. Frühstück gibt es hier natürlich mal nicht selbst gemacht, sondern hey, jetzt geht das wieder los. Wahnsinn! Und schaut mal, hier ist die Aussicht noch ein Stückchen besser. 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 Geilo. Auch hier sieht es etwas düster aus. In Trier regnet es schon Vollgas. Hier soll es aber eigentlich schön bleiben. Hoffen wir mal das Beste. Der Trail im Bikepark soll ja richtig cool sein. Und jetzt setzen wir dann auch gleich mal los. So, jetzt regnet es, deswegen haben wir das zweite Frühstück begonnen. Mhm. Und die Kühlbox aufgerollt. Man hat ja sonst nichts zu tun. Aber es schifft wirklich Vollgas. Schaut mal, wie ordentlich. Ich möchte einen Ordner erhalten, bitte. Und hier ist schon alles nass. Hier auch. Und jetzt schauen wir mal, ob uns das heute noch zum Biken führt oder eher auf den Stellplatz zum Videoschneiden. Aber wir können bestimmt noch ein paar Mal frühstücken bis dahin. Bald ist nichts mehr da. Oderla, nach einem schneidigen Wetter. Es hat Zeuche gekriegt. Wir sind unten gestanden bei ein paar heißer Zeuche. Es hat gewedert eine halbe Stunde lang, aber auf tiefe Masse. Ja, wir stehen da oben, stehen da, alter Berg, bekannt halt besser gesagt, der Berg wird wahrscheinlich auch zeitlang alt sein. Landschaftlich sagen wir, ja, ist brauchbar, aber trailtechnisch, ja. Wahnsinn. Absolut zum Empfehlen, ein heißes Fleckchen da, was Trails anbelangt. Ja, wir schweißen jetzt durch. Kette rechts heißt das Ganze und ich sehe jetzt Unterbike durch eine Lok durchgefahren. Bin ich nicht ausgewandt, habe ich gemeint, ah, was, das geht auch wohl. Ja, denkst du, hey, bei dir Motocross raufen, da hast du mehr Bass drin wie ein Panzer nach einer Übung, aber das wirst du jetzt schon ausblasen. Wie ihr sicher festgestellt habt, haben Nico und ich den Regen im Auto abgewartet, währenddessen Martin und Vicky schon vor dem Regen losgeradelt sind. Die sind nämlich gleich von oben von diesem Aussichtscafé losgebiked und wir sind mit dem Bus rübergefahren nach Rabak, haben dort unten geparkt und dann hat es schon geregnet und deswegen haben die sich eben untergestellt. Davon habe ich aber leider kein Video bekommen, wäre ich selber neugierig gewesen. Die haben was zum Unterstellen gefunden zum Glück und dann waren die eben deutlich früher am Trail. Yes, wir haben es ausgesessen. Es ist wieder sonnig geworden und hier werden gerade noch schnell die Bikes justiert. Nico ist ganz fleißig beim Zeug. Währenddessen ich jetzt mal eine neue Brille ausprobiere. Ich bin heute mit der Naked am Weg und bin schon echt super gespannt, wie die so ist. Ausschauen tut die im Detail so und hat hier oben diesen Wind- und Schweißfänger drinnen. Wird heute sowohl windtechnisch wie auch schweißtechnisch ein bisschen was zu tun kriegen, weil klar, Kroatien warm ist es und die Sonne scheint auch, also ich denke, die ist perfekt und ja, gefallen tut sie mir schon mal gut. Wie jetzt? Gefällt es dir etwa nie? Siehst aus wie ein Rennfahrer. Yes. Ist das eine Rennradbrille? Egal, Hauptsache schnell. War von Rabak geht es gleich mal einfach nur gerade aus dem Berg rauf. Nicht ultra steil, aber doch ganz ordentlich. Wieder. Oh ja, Nico sagt, der Planet brennt und ja, es ist wirklich heiß. An dieser Stelle kommt die erste Kurve und ihr seht nach hinten mit coolem Panorama und ihr seht das Wetter. Meint jetzt echt wieder gut mit uns. Haben wir gut abgewartet. Ja. Noch ein paar Meter weiter ist der Ausblick noch besser. Ja, das ist unsere Auffahrt und die ist zwar echt heiß, aber einfach mit mega Panorama gesegnet. Und dann ging es auch für uns das erste Mal runter, allerdings nur kurz.
Den Track dazu kriegt ihr natürlich wieder entweder in der Infobox oder gleich oben in den Kommentaren angepinnt. Dann könnt ihr euch das ja mal anschauen. Uns jagt schon wieder eine Gewitterwolke. Und hier geht's sau steil rauf. Ich hoffe nicht mehr allzu weit, weil wir müssen schauen, dass wir hochkommen. Jetzt sind wir am Gipfelkamm. Schauen wir mal, wo es uns nach hinten verschlägt. Aber Blick ist schon wieder geil, nur nach hinten dürfen wir nicht schauen. Da schaut es dann so aus. Die verfolgen uns, die Wolken. Ja, leider. Also hier oben sieht es eigentlich echt super idyllisch aus mit den Blümchen auch. Aber das Gewitter im Hintergrund macht mir zu schaffen. Nico nicht so, der hat keine Gewitterangst. Ich würde das ja gesunden Respekt nennen. Auf einmal sind wir wieder auf voller fetten Straße gelandet. Dazwischen war es ja echt unwegsam. Hier Wanderweg 156. Und das Navi sagt links halten. Juhu. Ja! Und im Hintergrund das Meer! Juhu. Mega Aussicht! Wie ihr merkt, hatten wir beste Laune. Zum einen natürlich, weil wir vor dem großen Gewitter wieder runter konnten. Das ist schon mal sehr, sehr gut und erleichternd gewesen. Und zum anderen, weil die Aussicht aufs Meer wirklich traumhaft war. Also ich mag ja lieber Berg als wie Meer, aber so die Kombi, wenn man von den Bergen aufs Meer schauen kann, das ist natürlich wirklich unschlagbar. Vor allem, weil man das nicht so alltäglich hat, das ist für uns immer was ganz, ganz Besonderes. Ja, hier beim Bikepark gibt es einige Strecken, die sind natürlich alle künstlich angelegt. Zum Teil sind sie aber, glaube ich, auf alten Wegen beruht, weil ihr seht ja auch, dass immer mal wieder so Bauwerke im Hintergrund zu sehen sind. Und dementsprechend sind die Wege wirklich richtig cool. Und wie ich schon erwähnt habe, man könnte auch von Rabak aus einfach nur so 300 Höhenmeter hochtreten. Und dann gibt es da die verschiedensten Wege. Nico und ich, wir sind den Espresso gefahren. Das ist die leichteste Kategorie an Weg. Martin und Vicky sind querbeet gefahren, die hatten ja die E-Bikes und sind dementsprechend alle möglichen Wege angeschnitten. Ihr seht es ja im Zusammenschnitt, dass ihr Weg ein bisschen anders ausschaut als unserer. Und ja, dann gibt es eben einmal den Espresso, einmal den Babewatch und dann gibt es noch so eine Family-Runde und noch viel, viel mehr. Allerdings sind gar nicht mehr alle Wege so super intakt. Also sagen wir 4 bis 5 sind noch mega gut gepflegt. Die machen auch richtig viel Spaß zu fahren und die anderen sind zum Teil leider schon ein bisschen zerfallen. Ja, jetzt kommt fette Aussicht aufs Meer und durch die Blumenwiese durch. Also das ist echt der Oberhammer und ich finde es sogar ein bisschen cooler als im Finale. Also ich fand Finale auch wirklich sehr, sehr schön, aber hier der Blick aufs Meer, der ist schon echt ultra bestechend gewesen und halt einfach nichts los. Ich weiß nicht, schreibt mir doch gerne mal, wart ihr schon mal in Rabak im Bikepark? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil irgendwie ist er doch bekannt und irgendwie auch wieder nicht. Ich kann das schwer einstufen. Also schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob ihr schon mal da wart und wenn ja, wie ihr das gefunden habt. Geil! Stopp mal ganz kurz! Thank you.
an den Videoaufnahmen, der Blick aufs Meer bleibt super lange erhalten und sieht sich immer wieder auf, was im echt einfach super eindrucksvoll, unbeschreiblich schön ist. Aber falls euch beim Zuschauen schon ein bisschen langweilig sein sollte, nicht gleich wegschalten, scrollt euch noch ein bisschen durch, denn hinten raus hüpfen wir auch noch ins Meer und dann geht es zum gemeinsamen Abendessen zu viert in das absolute Lieblingslokal von Martin und Vicky in Opatia. Vielleicht erkennt es ja auch jemand von euch. Wenn ja, dann schreibt es auch mal ab in die Kommentare und falls jemand sonst neugierig sein sollte, können wir euch natürlich sagen, wie es heißt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schon wieder recht bekannt ist, weil man da meistens sogar reservieren muss, zumindest zu Stoßzeiten. Bikepark Rabak oder Rabatsch oder wie auch immer. Und gefahren sind wir, glaube ich, den blauen. Das war Espresso, hieß der. Und ja, mega cool. Da gibt es noch einiges weitere. Sehr cool. Ja, wieder am Startpunkt zurück. Kurzes Fazit zur Brille. Ich habe sie gar nicht wirklich abgenommen. Also die ist definitiv kaum mehr. Die ist festgewachsen. Die geht nicht mehr auf. Ja, sie ist sehr leicht. Die schließt gut ab. Ich habe super gesehen. Einziges Ding. Nico, setz sie mal kurz auf, bitte. Also bei mir passt sie richtig geil. Also bei mir passt sie auch. Aber wenn ich dann so mache, dann ist es hier praktisch... Ja, es geht, also ein bisschen ungewohnt halt durch dieses Ding. Ich weiß nicht, ob ich sie unter meine Augenbrauen klemmen soll oder eben drüber. Und wenn ich sie drüber mache, dann sieht es halt so aus. Ja, ich glaube, die passt nicht jedem. Aber für mich ist die wie angegossen. Ich habe Helmgröße S allerdings. Nico, also es passt schon. Also wenn man es wirklich hier so sich einmal anpasst, dann ist es eigentlich ganz gut, weil dann hat man hier wiederum, merke ich gerade, also zum Helm, ja, da habe ich sie über die Augenbrauen.
und habe hier sehr viel Luft, also es passt schon. Also ich muss wirklich sagen, sie hat nicht beschlagen, sie, also nichts, ich kann nichts Negatives finden. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn das Licht schlechter ist, weil heute war das Licht ja ganz geil. Ja. Aber auch im Wald, da wo es schon düsterer war, seht ihr auch bei den Aufnahmen, habe ich auch super gesehen. Also ich bin echt positiv und wie begeistert. War es mit dem, hat das, du schwitzt ja nie, weil du ja so fit natürlich bist. Natürlich schwitze ich. Ach so. Ich schwitze immer, deswegen sind meine Haare immer nass. Aber es hat definitiv nicht beschlagen, es war sehr cool, also ich kann wirklich nichts sagen. Jetzt sind wir aufgestellt am Campingplatz. Und für mich geht's erstmal schnell ab ins Meer. Juhu. Mal sehen, wie warm oder kalt die ganze Geschichte hier ist. Auf alle Fälle ist sehr wenig los, was natürlich schon mal mega, mega cool ist. Und na, dann wollen wir doch gleich mal reinhüpfen. Da draußen schwimmen auch schon zwei. Also so schlimm kalt kann es nicht sein. Es ist mega frei. Jetzt hocken wir wieder alle beim Essen und die Vicky ist schon ungeduldig. Ja, wir hoffen, der Tag hat euch wieder gefallen. Zusammenschnitt von uns allen. Und jetzt geht's essen, essen, essen. Tschüss.